Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundpost Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir befinden uns in Yamun und wollen uns da mit unserem alten Freund treffen. Dazu müssen wir dort zu diesem prächtigen Tempel. Hier haben wir ein paar Obelisken nebst Anlegestelle. Und da würde ich sagen, wir benutzen die einfach mal, um anzulegen. So, elegant angelegt. Ein bisschen nasse Füße geholt hier. Da drüben gibt es tatsächlich einen Schneider. Ja, da kommt man hier entlang und sieht, prächtig, prächtig. Hier wurde letztens, Moment, gehustet, aber auch gefeiert. Wie es aussieht. Die Hypostylhalle, okay. Da merkt man griechischer Einfluss in der Namensgebung. Oh, hier. Das will ich gerne nochmal sehen. Ein verstecktes Papyrus befindet sich hier irgendwo in der Nähe. Das werde ich wahrscheinlich so nicht auftreiben können, ne? Das muss ich wahrscheinlich tatsächlich suchen. Oder kann ich das mit Segeln einfach finden irgendwie? Das ist ganz tolle Papyrus. Da hinten ist auch irgendwie so ein kleines Boot angeblich interessant. Aha, da haben wir es doch schon. Also mit Zeno das zu finden ist tatsächlich relativ einfach. Gibt es hier sonst noch was zu finden? Das erweckt ein bisschen den Eindruck, als wenn es hier noch was geben würde. Vielleicht dieser Brunnen. Ja, ich weiß. Aha! Was ist das? Ich brauche eine Legende, glaube ich. Ein Geheimgang vielleicht, irgendwas? Keine Ahnung. Da gibt es noch einen. Okay. Es wimmelt hier nur so vor Geheimgängen. Gut, okay, dann schauen wir doch mal. Also hier der Tempel. Super schön. Und da hinten ist unser Freund, der Priester. Bayek, what good fortune! I thought it would be years before we saw you again. Hail in peace, Menahed. How is your family? The children seem to grow larger by the minute. My wife and I have our hands full. And you, is there any news of... None. I forget myself. There are so many things in your life best not spoken of. Forgive me. I see by your garb that you have been promoted. Ah, yes. The High Priest, in his grace, made me his second. And my rank is not the only thing he has changed. You must see the temple. You will give me a tour? Of course, at the moment of your pleasure. Ja, mit Leopardenfell, ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit der Führung an. Ready to see our beautiful temple? Na klar. After you, Menahed. Or is it... Servant of the Goddess. Menahed will do, for one as good as family. Ah, mein Köcher ist leer. Sorry, ruin of my last visit. Yamun now plays constant host to ceremonies showing our rustic way of life, which attract many visitors with more gold than sense. A description well suited to Alexandrians. How does this sit with your faith? I confess that my thoughts are sometimes uneasy. Okay, was ist da los? Ja,
vanquished by a gang of ruffians, huh? Silent as ghosts. Uncle Bayek! Uncle Bayek! Hello, Uncle. Jewels of my life, why have you left your mother's side? Pick me up, Uncle Bayek! Ah, see now, there's no need to attack a man from behind. We're not numbering him 4-1, huh? You told us to secure every advantage possible over Attainder's foe. Yes. And I am very dangerous! Hide well, for the Wanderer stalks your path! Ah, richtig geil. Achso, ich soll die Kinder finden? Alles klar. Wollen wir schummeln? Okay, so einfach können wir nicht schummeln. Wir müssen also Senu zur Hilfe rufen. Ja, durchs Dach guckt Senu hier und findet die Kinder für uns. Ist direkt unter uns. Das ist ein bisschen kribbelig zu finden, glaube ich. Da muss ich nochmal die Position wechseln. So, ah, die sind gar nicht mehr hier drin. Na toll. Die sind aber schnell abgehauen, die kleinen Kinder. Asina, you must come down from here. This would be a good place to watch the stars. Only the priests are permitted here. You know that. Yes, but I want to see... Hush. Come down now. We can watch stars from the riverbank. Na okay. Hier oben also nur Priester. Gut zu wissen. Beast, you will meet your end at the hands of the mighty... Irgendwie. Soris, stay back! Ja, toll. Wo ist das Vieh hin? Da rein. Aha. So, wo ist der kleine Junge hingerannt? Okay, abgehakt. Ach, die bringen sich nur in Schwierigkeiten. Naja. Keba, what in the name of the gods are you doing down there? I wanted to hide, but now I can't get back out. I'm scared. Stay calm. I will help you out of there. Ja, wie mach ich das? Achso. This way. Through the tunnel. Thank you, Uncle Bayek. Go straight home. So, und das hier war jetzt Geheimgang Nummer 1, okay. Nicht so richtig spektakulär, das Ding. Weil es hier einfach gar nichts zu finden gibt. Aber gut, ein geheimer Eingang. So, fehlt nur noch ein Kind. Und die Papyrusrolle, die muss doch auch... Ah, da hinten. Mal sehen, in was für Schwierigkeiten die steckt. Aha. You found me. Your turn to hide. That's the last of the children. Ah, mit Manahead, ach, da ist er ja direkt. Fraud abounds in your market.
And you claim you can do nothing? The dealings of the market are beyond me. Speak rather to the offending merchant. Priest, you have proven as false as your mummies. Menahet, your brood is delivered safely home. Thank you, friend. What did that fool want with you? Some visitors, having purchased religious objects, are angry when our village has no more dead cats to sell them. Though not a merchant, I am often the means by which the aggrieved snuff their anger. This matter needs a firm hand. Oha, was sollen wir jetzt machen? Trifft die Händler. Okay. Können wir natürlich machen, aber wo ist diese wunderbare Papyrusrolle? Ich habe sie leider gerade aus den... Ah, da hinten. Ich vermute mal... Wir müssen hier hochkrabbeln. Ah, wunderschöne Aussicht. So, Papyrusrolle, wo hast du dich verborgen? Ah, da unten. Ich dachte, die wäre irgendwo oben. Und schon ist sie wieder weg. Das kann nicht sein. Ah, hier. Doch, hier oben. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels in Yamu am Mariotsee gibt es einen tollen Ort für ein Rendezvous. Er ist voller Dattelpalmen und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Dort findest du mich. Okay. Nordwestlich. Dattelpalm, ja. Steinerne Umrandung ohne Ausgang. Achso, hier, das könnten auch die Dattelpalmen sein. Keine Ahnung. Müssen wir bei Gelegenheit mal rausfinden. So, dann gab es hier noch diesen tollen geheimen einen Ausgang irgendwas. Kann ich die Tür öffnen? Nö. Achso, aber wenn wir schon mal hier sind. Kurzer Rundumblick. Ich meine, ich weiß, man soll einen Tempel nicht plündern. Man soll theoretisch überhaupt nirgendwo plündern, aber hey, wo bleibt denn da der Spaß? Hi. Ja. Was? Okay, das hier ist der andere geheime Eingang. Wow. Die waren ja beide wirklich super geheim. So, dann reden wir mal mit den Händlern, die hier irgendwie gefälschte Reliquien oder irgendwas verkaufen. Oder zu wenig tote Katzen haben. Keine Ahnung, was da abgeht. Greetings. I am... You have come to the right place, Neb. We have everything you could possibly want. What I want is to ask about false idols sold at the market. I have heard rumors of such, but there is nothing to them. Now leave if you want to avoid trouble. Mhm. So ist das also. Greetings, friend.
So, hier kann man ein bisschen Scheiß verkaufen. Die Hand Gottes zu religiösen Zwecken bitte nicht abklatschen. Geil. Nochmal die Hand Gottes. Gazellenhufe. Ja, geil. Und eine Flamingo-Zunge. Ah, ich habe mich schon gefragt, welches. Teil des Flamingos wir jetzt mitgenommen haben. So, kann ich hier irgendwas Schönes kaufen? Das sind. Also die persische Wache? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall dasselbe, ansonsten scheinbar nicht. So, mit wem kann ich denn hier mal noch reden? Tell me of the fake mummies being sold here. I have no desire to be dragged into this. Menahed sent me. Your silence is an insult to his holy office. I wish to anger neither him nor the gods. We are forced to sell items of lesser quality, or see our stalls destroyed. Who is behind this? I can say no more now. Let us meet tonight, where the village turns to farmland. Nachts außerhalb von Jammu. Ich habe keine Ahnung, wie spät ist es denn gerade. Ich kann irgendwie meditieren, das weiß ich, aber ich habe keine Ahnung, wie. Etwas andere Votivgaben, aha. Menahed macht sich Sorgen um die gefälschten religiösen Relikte, die auf dem Markt in Jammu verkauft werden. Sie schaden dem Ruf der Priesterschaft und besudeln die Festspiele zu Ehren von Sachmet. Er erklärt, dass ein Großteil von Jammus Wohlstand auf diesen Festspielen beruht, die Besucher aus ganz Ägypten anlocken. Ja, da haben wir es doch. So, was haben wir denn hier noch inzwischen zu erledigen, während wir darauf warten, dass es Nacht wird? Das Totenbuch. Ja, was das hier ist, immer noch keine Ahnung. Da ist noch ein Aussichtsplatz, vielleicht machen wir den heute mal. Und dann, ja klar, da oben drauf. Hätte ich ja auch drauf kommen können, als ich eh da oben war. Heiliges Planschbecken. Ah, erfrischend. Ja, der Händler ist auf dem Weg zum Bauernhof. Ich befürchte aber, es ist gerade morgens. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.